Liebe Landwirte, heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf agrarheute.tv begrüßen. Diesmal geht es um den kritischen Zustand des Winterweizens beim weltweit größten Weizenexporteur USA. Offenbar befindet sich der Winterweizen in den USA in sehr schlechter Verfassung. Das bestätigt das US-Landwirtschaftsministerium diese Woche in seinem ersten Bericht zum Zustand des Winterweizens in den einzelnen Bundesstaaten. Die Ursache für diese Situation sind der seit der Herbstaussaat bestehende extreme Niederschlagsmangel in den Hauptanbaugebieten und Auswinterungsschäden in einigen wichtigen Bundesstaaten. Ganz besonders betroffen sind die wichtigsten US-Weizenanbaustaaten Kansas, Texas, Oklahoma und Colorado. In diesen vier Bundesstaaten werden etwa 55% des gesamten Winterweizens in den USA angebaut. In der Woche bis zum 6. April befanden sich 35% des Winterweizens in gutem oder sehr gutem Zustand, während sich 29% des Weizens in schlechter oder sehr schlechter Verfassung befanden. Das Crop Monitoring des USDA vom November 2013 zeigt immerhin 62% des Weizens in gutem und sehr gutem Zustand und nur 7% in schlechter oder sehr schlechter Verfassung. Allerdings darf man nicht vergessen, dass in den gleichen Bundesstaaten im letzten Jahr zu dieser Zeit eine ähnlich schlimme Trockenheit herrschte wie in diesem Jahr und der Winterweizen sich in ähnlich schlechter Verfassung befand. Die Folge war, dass die Weizenernte 2013 in diesen Bundesstaaten deutlich schlechter ausfiel als im Jahr 2012. Dieses Szenario könnte sich in diesem Jahr wiederholen. Im April des Vorjahres befanden sich nach dem Crop Monitoring des USDA aus den gleichen Gründen ebenfalls nur 36% des Weizens in gutem oder sehr gutem Zustand und dafür 30% in schlechter oder sehr schlechter Verfassung. Mehr Informationen zur Entwicklung am US-Weizenmarkt finden Sie diese Woche im Marktkompass. Damit möchte ich mich bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.